unsere deutschen Nachbarn, nicht alle, aber viele, würden vielleicht diesen Satz ungefähr so sprechen. Buongiorno. Quanto costa questo pomodoro? Das heißt, es wird, was vor allem auffällt, ist wieder das Qu, dass auch die Deutschen eher ein Breitmaulfrosch Qu sprechen, wie in Qualle und Quelle und nicht ein Qu, dass sie die Vokale relativ geschlossen sprechen, das heißt den Mund nicht sehr weit aufmachen beim Sprechen und dass sie T und P aspirieren, behauchen. Questo pomodoro. Also, wir müssen auch vom Deutschen her aufpassen, dass diese Dinge nicht passieren und wir im Italienischen euch so wirklich sagen, Buongiorno, quanto costa questo pomodoro? Und Pomodoro ist ein Pomodoro. Pomodoro ist also zweimal, eigentlich, wenn man es allein spricht, ein offenes O. In dem Moment, wo ich aber Pomodoro sage, liegt die Betonung auf dem vorletzten O. Dann ist nur dort wichtig zu unterscheiden, ob es ein offenes oder geschlossenes O ist. In dem Fall ist es ein offenes und ich muss Pomodoro sagen. Und ich darf auf keinen Fall den Pomo hervorkehren mit dem behauchten P. Der Rest des Satzes, wie ich parodiert habe, Andiamo a Fieste, zeigt, wie üblich es in Deutschland ist, Diphthonge zu trennen. Sie haben fast einen Knacklaut eingeschoben. Sie sagen also nicht Andiamo und Vieste, partiamo, sondern Andiamo, Vieste, partiamo, Theater. Diese Knacklaute zwischendrin, und das darf im Italienischen nicht passieren. Im Italienischen wird außerdem ein V immer als W ausgesprochen, also es heißt nicht Fieste, sondern Vieste. Und partiamo subito, deshalb gewählt, um Ihnen zeigen zu können, dass hier wieder sehr viele stimmlose Konsonanten drinnen sind, stimmlose Verschlusslaute wie P, T, und die dürfen im Italienischen nie behaucht werden. Also partiamo subito. Und das B ist ein stimmhaftes B in subito, das muss als B gesprochen werden und darf nicht zu einem W verkommen. Die englische Variante ist natürlich auch nur als Parodie aufzufassen. Ich maße mir nicht an, alle Engländer hier nachzuahmen. Es ist nur ein, wie in einem Kabarett, wenn ich einen Engländer nachmachen möchte, dann versuche ich eben diese charakteristischen Merkmale unterzubringen, indem ich die Vokale nicht klar artikuliere, wie das im Italienischen üblich ist, indem ich Silben zurücknehme, die Betonungen wegnehme, indem das P und T wieder sehr aspiriert werden. Und dadurch komme ich dann zu Oggi abbiamo visitato il Ponte Vecchio und Firenze è una città meravigliosa. Um also auch hier die italienische Version noch im Ohr zu haben, darf ich sie Ihnen nachliefern. Oggi abbiamo visitato il Ponte Vecchio. Firenze è una città meravigliosa.